Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Koop-Karriere zusammen mit Jan. Hi. Hi. Und wir spielen mal wieder in der Champions League. Wer die letzte Alter. Was war denn das für ein Anfall? Du darfst auch gleich ganz viel Spaß haben mit dem Auskeyen bei meinem Greenscreen mit der geilen grünen Cap. Ach, nicht dein Ernst. Du die doch weg, Alter, hast du nicht eine andere? Oh, nee. Mann. Egal. Okay. Sieht cool wer aus. Wer die letzte Folge verpasst hat, der hat wohl Jans Kanal noch nicht abonniert. Wobei das wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Egal. Das ist rechts oben bei mir. Ja, egal. Rechts oben bei mir verlinkt. Dann einfach mal vorbeischauen. Wir machen natürlich das immer so, was haben wir schon bei den anderen Folgen erklärt. Leute, wisst ihr Bescheid. Wir machen das immer so, dass eine Folge bei ihm kommt, eine Folge bei mir, eine Folge bei ihm, eine bei mir. Und bei mir ist jetzt wieder Champions League angesagt. AS Monaco. Ja, bin gespannt. Also wie gesagt, ihr könnt gerne beide Kanäle einfach mal kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr absolut nichts. Genauso wie wenn ihr die Playlist rechts oben bei mir verlinkt. Schaut, da verpasst ihr dann eigentlich auch nichts. Weil da machen wir eine gemeinsame Playlist. Ja, und das ist... da sind dann immer alle Parts drin. Das letzte Spiel in der Champions League haben wir gewonnen gegen Club Brügge. 2-1, glaube ich. Das war ein bisschen knapper, aber ja, wenn wir auch gegen AS Monaco mit 2-1 gewinnen, bin ich absolut glücklich. Auf Jans Folge lief so lala. Ja, schaut es euch einfach an. Jan, Jan und du. Ja, natürlich. Ganz positiv. Danke sehr. Alter, als ob wir jetzt kein Champions League. Oh, du bist nicht mehr verletzt. Du bist nicht mehr verletzt. Alles ist gut. Junge, das wäre jetzt so RIP. Okay, Leute. Aber wir haben natürlich nach der Champions League, nach dem Champions League Spiel auch noch Bundesliga. Wo wir ja, letzte Folge, also bei Jan, leider. Ja, also es war echt scheiße, Mann, ey. Ein Sieg, eine Niederlage und wir müssen einfach. Wir spielen jetzt gegen Augsburg, glaube ich. Wir müssen einfach reinhasseln, das kann nicht sein. So, Leute, wir spielen auch daheim. Daheim sind wir ja nicht ganz so stark, aber... Das, ja, wobei letzte Folge war es genau andersrum. Also, ja, waren wir auswärts schwach und daheim stark. Also, irgendwie ist das ganz komisch. Wir sind eigentlich irgendwie... Wir sind so ein Wackelkandidat. Manchmal gut, manchmal nicht. Ja, es hat sich noch nicht so ganz eingespielt, das ganze System. Irgendwie nicht. Aber wir sind Erster hier in der Gruppe A bisher. 2-1 gewonnen, das erste Spiel. Ja. Also, das soll so weitergehen. Eben, das soll so weitergehen. Wir drücken die Hymnen weg, sonst wird die wieder irgendwie gesperrt. Let's go. Nein. Oh. Das wäre so bitter gewesen. Birki, Junge. Nee. Ach, 22. Minute. 0-1. Für Monaco. Ey, wir spielen daheim. Ich will die Torhymne hören. Ich will die Torhymne hören. Ich will, dass wir gewinnen. Ey, das kann nicht sein. Wir haben gerade Jans Folge direkt hier voraufgenommen. Ich bin leicht gereizt schon. Das tut ihm gerade gar nicht gut, dass sie ein 1-0 machen. Jetzt. Komm. Oh ja. Was macht der? Du hast nicht mal gefordert, ey, ne. Okay, ist abseits. Aber der gibt dir safe noch Geld. Ja, ich weiß, ich habe mich immer so aufgeregt. Ja, aber es ist so eine Scheiß. Er wäre ja fast durch gewesen und klar hätte er spielen können, aber doch nicht in so einer Situation, ey. Also, für die Gelbe kann ich jetzt nichts. Das hat mich einfach aufgeregt. Halbzeit, Leute. 1-0. Liegen wir hinten. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung. Das pisst mich so an, aber keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Wir hatten keine einzige Chance, ey. Das ist so ein Müll. Nein. Jo. Birki ist einfach da. Ach man, 0-1. Das kann doch nicht sein, ey. Ja, das kann nicht sein. Wir hatten halt keinen Schuss, nichts. Was denn hier mit unserem Mittelfeld? Totenstille. Zu diesem tollen Spiel. Ja. Hatten wir überhaupt schon mal einen Schuss aufs Tor? Nee, ne? Was war das? Alter, was ich hab das nicht denn? Gefordert und der Kopf. Ey. Jetzt vielleicht. Oh. Wir verkacken sie jedes Mal.
Geil, geiler Spielzug. Ja, guck mal, was die machen. Die ey. Ich hör auf, Alter. Was ist das? Das ist so bitter. Ich will den Verein wechseln. Das kann doch nicht sein. Das ist so bitter. Haben wir überhaupt einen Schuss aufs Tor gehabt? Nichts. Gefühlt nicht. Das war ein richtig schlechtes Spiel. Ey, was ist das denn? Null Schüsse, ich sag's ja. Keinen einzigen Schuss. Ist das schlecht, ey. So, Leute, Bundesliga sind wir Platz 10 in der Tabelle. Und ja, ich bin gespannt. Augsburg ist wahrscheinlich ein bisschen besser als wir. Schätze ich jetzt mal. Die sind Platz 5. Ja, wir können rankommen. Wenn wir sie besiegen, holen wir sie ein. Stuttgart ist einfach vorbei, ein what the fuck. Stuttgart ist auf jeden Fall krass. Ja, ich kann halt nichts sagen. Ich habe vor vielen Spielen immer gesagt, komm, die machen wir ja. Aber irgendwie kann ich Dortmund nicht mehr richtig vertrauen. Keine Ahnung, was die da machen. Ich habe keinen Glauben in die. Keine Ahnung, was passieren wird. Ich hoffe, wir gewinnen, aber man weiß es nicht. Okay, Leute, Daumen drücken. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt ein besseres Spiel wird. Drückt uns die Daumen. Sorry, wenn ich ein bisschen pissed bin, aber null Schüsse und vorhin die Erfolge, was wir gerade aufgenommen haben, war jetzt auch nicht so geil. Also irgendwie, keine Ahnung. Wir brauchen mehr Vorlagen. Das Mittelfeld schwächelt in Dortmund. Da ist gar kein Mittelfeld, echt. Mach ihn rein. Ach. So ein darf man dann aber auch mal machen, ey. Ist ja gar nicht so, dass wir viele Chancen vergeben und deswegen nichts läuft. Sondern wir haben ja. Wir haben nichts, nee, wir haben echt keine Chancen. Bis gar keine im letzten Spiel. Im letzten Spiel hat keiner von Dortmund aufs Tor geschossen, geschweige denn wir. Also, das ist einfach lächerlich. Es ist gleich wieder Halbzeit. Und jetzt kriegen die nochmal. Oh, was eine Parade. Starke Parade. Ich komme nicht hin. Ja, wir kriegen ihn nicht, ne. Halbzeit. 0-0. Was passiert hier? Es kann doch nicht sein, dass sie jedes Bundesligaspiel dann absolut. Ja, wir haben ja auch in der Champions League nicht. Also gut, das ist halt. What the fuck mache ich? Wir haben halt auch gegen AS Monaco gespielt. Das ist ja schon mal ein bisschen was anderes. Aber Augsburg, Junge, ein Schuss, der ging nicht aufs Tor. Und auch die Augsburger haben ja nur einen Schuss. Was passiert hier? Nichts. Das ist so langweilig. Die Augsburger stören unseren Fußball. Jeder stört unseren Fußball. Was? Das ist nicht mal Fußball, ist das? Was machen die? Alter. Die stören den Fußball. Der eine schießt ihn ins Aus, der andere schießt ihn ins Aus. Das ist ja schlimmer wie bei den Fürtern, Alter. Das ist halt echt schlimmer als bei denen. Ja, nicht so schlimm wie bei Braunschweig. Pass ihn rechts! Mann! Da, wo ich hindrück, oder? Mann, die Pisser stehen auch alle hinten, ne? Komm jetzt! Ja. Bitte! Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Es darf einfach nicht wahr sein. Du hast auch wieder gespammt, aber trotzdem. Ja. Mit Glück kann er auch durchrutschen. Und nein, nein, warum auch? Nichts passiert. Nichts. Kann man dieses scheiß Schussding da. Das braucht kein Mensch, diesen doch, ich kann den. Diese Schusstechnik. Guck. Ja, aber. Oh, mit Ansage. Ja! Endlich! Endlich mal für ein paar Sekunden ein Grinsen im Gesicht. Mit Ansage, grünes Time-Finishing und drin ist er. Ah, leck mich doch am Dieb. 1-0, das erste Mal die Torhymne auf meinem Kanal. In der letzten Folge auf meinem Kanal war die Torhymne nur bei Club Brügge am Start. Das sagt schon wieder komplett alles. ja. Dankeschön auf jeden Fall und ich hoffe, dass die jetzt kein Gegentor kassieren. Das wäre nämlich richtig bitter. Das wäre schön. Komm! Er gibt ihn mir! Nein! Ja! Was ist das?
Du hast ein grünes Time-Finishing gemacht. Warum auch immer und wie auch immer. Und er geht halt an den Pfosten. Da verreckst du doch, Alter. Da fall ich vom Stuhl ohne Spaß. Was ist das für ein Spiel? Die wollen mich doch komplett verarschen. Du kommst geile da durch Aktion. Und der haut den an den Pfosten. Ich dachte, du spielst mal raus. Mann! Das regt mich auf. Ja. Wozu ist dieser Dreck eigentlich da? Ich weiß es. Vielleicht eine Chance, aber ich bezweifle es. Ich glaube es eher nicht. Nein, ein Vorballer sowieso nicht. Kopfballduelle gewinnen wir fast nie. Das war's dann wahrscheinlich. Hoffentlich machen die jetzt kein Tor mehr. Die kriegen anscheinend noch eine Chance. Okay. Das war's. Wir haben gewonnen. Ich habe ein Tor gemacht. Das war auch ein schönes Tor. Aber das bringt mir nicht viel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, 3 Punkte. 3 Punkte. Wir sind vor Augsburg. Es ist super. Aber ganz ehrlich, was für eine Scheiße hier abging. Das stimmt. Also wieder, wir waren ja wieder nicht gut. Muss man ganz ehrlich sagen. Also wäre der Schuss nicht drin gewesen, dann wäre es hier wieder 0-0. Beziehungsweise, was heißt wieder? Vorhin war es ja kein 0-0. Aber ja. Nichtsdestotrotz sind wir immerhin 5. Platz. Und das ist richtig gut, obwohl die meisten schon gespielt haben. Leipzig könnte uns noch einholen. Ansonsten keiner. Heißt, Platz 6 haben wir auf jeden Fall safe. Wie gesagt, einfach irgendwie komisch. Komisch, kacke, komisch, ich weiß es nicht. Wir spielen gegen Stuttgart, gegen Platz 1. Wenn wir die besiegen, wäre das schon mal ein super toller Anfang. Das dann aber in der nächsten Folge bei Jan. Schaut unbedingt vorbei. Lasst ein kostenloses Abo da bei beiden Kanälen. Checkt die Playlist ab, um nichts mehr zu verpassen. Lasst euch total da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dann und ciao, ciao. Ciao.